Schauen wir uns unsere Einheiten mal an. Genau, ich zeige jetzt die Einheiten. Was es so gibt, also was haben wir da? Schweres Maschinengewehr. Ja, sieht ja aus wie so Lötkolben, der vorne drauf gesteckt worden ist. Ziemlich großer Lötkolben, aber egal. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Na, geht nicht gescheit. Vielleicht wenn ich den da nehme. Nein, dann sinkt er immer so tief ein. Okay, lassen wir das. Da haben wir Doppel-MG. Oh weia. Sieht aber auch wild aus, die Konstruktion. Sieht aus wie so Stecker, den man da vorne drauf gesteckt hat. So. Oh, ich stecke jetzt in die Steckdose. Aha, Seilwinde? Nein. Stachel. Skorpion. Kann sich nicht selbst reparieren. Schade. Mehr Einheiten habe ich jetzt gerade nicht da, ne? Nein. Scheiße. Ich könnte aber hier einfliegen lassen. Kurz vor Missionsende, ja. Ich lasse noch ein paar Einheiten einfliegen. Genau, das mache ich jetzt. Beladen. Ich habe doch noch. Was habe ich noch? Nein, ich habe doch noch so welche mit einfachen MG. Genau, dich lasse ich jetzt einfliegen, komm. Ich lasse sie jetzt einfliegen, nur damit ich sie euch zeigen kann. Noch 5 Minuten. Scheiße, ich hätte den Mörser noch mitschicken können. Ah, kacke. Oh, und ich habe Energie. Oh, ich sehe schon, irgendwann muss ich wieder ganz viel neue Einheiten bauen, dann sind sie wieder alle weg. Ist wieder. Ja, alle weg. Alle Energie ist weg. Weg. Ja. Bin ich noch auf 1,5? Ja, ich bin noch auf 1,5. Scheiße. Ah, ja. Vielleicht wenn ich oft genug drücke oder drauf bleibe, so, dann geht es vielleicht irgendwann mal auf 2. Doch, fast nicht. Und wir haben noch ein MG. Ein einfaches MG. Das sieht vielleicht komisch aus. Was ist das denn? Lötkolben für billig oder was? Der ist ja gar nicht gescheit isoliert. Sieht komisch aus. Egal. Hauptsache es funktioniert. Wie es aussieht, ist ja scheißegal. Naja, wohl. Besser nicht, ne? Meine Frauen funktionieren auch, wenn sie scheiße aussehen, aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Gehört glaube ich hier nicht her. Nein, nein. Das lassen wir jetzt lieber. Es kommt doch irgendeine Frau her und sagt, ja, das sieht doch selber scheiße aus und so. Ne? Können sich das recht haben, ja. Okay, Themawechsel. Bei uns war es so sonnig. Ja, und viel zu heiß. Ja, ich soll zur Landezone zurück, glaube ich. Oh, habe ich schon mal erwähnt, ne? Was macht man denn? Ach, das ist geräuschige Musik. Ich habe schon gedacht, klingt wie meine Festplatte, ey. Merkwürdige Sachen, merkwürdig. Oh, ja, es zieht sich so eich. Okay, das lassen wir jetzt. Klingt scheiße. Gibt es noch eine Zeitanzeige, wie lange es dauert? Nein, ich sehe bloß den Namen. Wir konnten es abbrechen, mal schauen, ob es wieder da anfängt, wo es jetzt ist. ja, das ist eine tolle Idee. Und meine neuen Lüfter, die ich dann an den Rechner gesteckt habe, die sind schön, da kommt Luft raus. Angenehm. Ich sollte mir noch mehr kaufen, so auf meinen Tisch stellen, ne? Das wäre eine gute Idee. Oh, da muss ich nur 20 Meter Stromkabel kämpfen. Naja, sagen wir 5 Meter. Wir wollen es nicht übertreiben. Na, wer fertig? Eine Minute. Forschung abgeschlossen. Oh, und wir kriegen kein Video. Aber... Kanone? Wir machen 95 Schaden! Ist das viel? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, wir können gehen. Lalala. Zeit gut ausgereizt. Missionsziel. Haha. Mission 4 war das jetzt, ja. Gut. Irgendwann werde ich es mal hochladen. Okay. Unsere Video. Erkundungsteams haben einige alte Fakte bergen können. Super Qualität. In diesem Sektor operiert eine weitere Streitmacht. Bislang haben wir uns von ihr ferngehalten und sie sich von uns.
Sie scheint besser ausgerüstet zu sein, hat aber noch keine feindlichen Aktionen unternommen. Wir gehen mit Vorsicht vor. Bericht von Team Gamma. Keine Besonderheiten zu berichten. Oben in den Bergen ist es ruhig und friedlich. Wir haben weder Artefakte gefunden, noch kam es zu Feindseligkeiten. Commander, wir empfangen kodierte Signale aus diesen Gebieten. Verwenden Sie einen Kundschaftertrupp, um die Herkunft der Signale zu erforschen. Verwenden Sie LKWs, um in der Landezone Verteidigungsanlagen zu errichten. Sobald Sie das Gebiet erkundet haben, verwenden Sie die Verstärkungen, um die Zone zu säubern und zu sichern. Missionstimer aktiviert. Okay, okay. Das werden wir aber heute nicht mehr machen. Nein. Denn ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Und hoffen, dass keine Soundfehler oder sowas drin sind. Dass sie die ganzen 1,5 Stunden oder so, was ich jetzt gespielt habe, im Arsch sind. Und, oh, wie viel Panzer haben. Mörser, Moment. Wo ist der Mörser? Wir haben Mörser gebaut. Wo sind die Mörser? Ich hab doch Mörser gebaut, oder? Ich hab Mörser gebaut, ja. Ich hab doch Mörser gebaut. Ah, da sind sie ja. Die Mörser. Sieht irgendwie aus wie so billige Schiffskanone, so aus den Piratenzeit. Geschmack. 16. Jahrhundert oder wann das war. Ja, weil es also billige Kanonen gab. Aber egal, hauptsache sie sind vernichtend und. Oh, da steht schon ewig die Armee, Mann. Ich bereite mich auf einen etwas größeren Konflikt vor, habe ich so langsam das Gefühl. Auf einen sehr großen Konflikt. Egal. Ich werde erstmal Pause machen in Mission. Was war's? 5? Mission 5! Habe ich wirklich bis Mission 5 gespielt? Ja, auf jeden Fall, da kommt dann irgendwann so richtig unangenehme Basis mit so komischen Panzer, der. Zumindest in Version 2. Warum habe ich da aufgedrückte Fläche? Egal, auf jeden Fall in Version 2.2.4 oder so. Leicht unangenehm war und so. Ob es hier wieder so ist, weiß ich nicht. Wir werden es feststellen, wahrscheinlich schon. Und egal, das beim nächsten Mal, wie ich ganz viele Einheiten verliere und noch mehr vernichten lasse und überhaupt nichts reiß. Egal, auf, ja. Das beim nächsten Mal, viel kaputt machen und Explosion und ich höre jetzt besser auf zu reden, sonst mache ich das noch 2 Stunden länger und spiele schon gar nicht mehr. Also dann, bis zum nächsten Mal.